Und damit geht's sofort, ohne großartigen Titelscreen, direkt weiter zu Mega Man 2. Ach ja, ich habe dieses Spiel geliebt. Das war tatsächlich mein allererster Mega Man Titel, den ich gespielt habe. Oh, guck mal, 1992. Muss man dazu sagen, ein Kumpel von mir hatte das Spiel... Boah. Ich mach mal eben ganz kurz ein bisschen nochmal die Lautstärke runter. 25%, das übersteigt so ein bisschen die Lärmbelästigung. Ja, ein Kumpel von mir hatte das Spiel auf dem Gameboy. Und ich hab's mir halt ausgeliehen und bin bis zur letzten Stage gekommen und es war verbuggt und hast nicht gesehen. Das hier war nebenbei auch mein zweites Let's Play, was ich damals gespielt habe, auf meinem anderen Kanal. Noch mit richtig mieser Quali. Mal gucken, ob ich den letzten Timeout unterbieten kann. 80 Minuten habe ich dafür gesessen. Schauen wir mal. Los geht's. Wie beim anderen Mega Man Teil haben wir 4 Robot Master zur Auswahl. Danach kommen nochmal 4. Das ist aber ein bisschen tricky, wie das mit den nächsten 4 gemacht wird. Aber es ist ganz so ulkig. Also es ist schon ganz süß gemacht. Auf jeden Fall. Und zwar, wir haben Woodman, Clashman, Metalman und Airman. Und ganz klassisch fange ich mal mit Airman an. In dem Teil habe ich auch endlich wieder diese Rutsch-Moves. Boah, und da kommen wieder die Vögelchen. So. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Denn die Dinger mögen mich ganz und gar überhaupt nicht. Das nehme ich jetzt einfach mal so in Kauf. Den Damage hier. Das hat schon so seine Richtigkeit. Der Grund daran ist nämlich, dass man hier gefühlt sowieso nicht durchkommt, ohne dass man Energie verliert. Oh, diese Musik, ne? Diese Musik. Ach, meine Herren, ist das süß. Ja, die Stages sind hier deutlich kürzer, finde ich, als beispielsweise es bei Mega Man 1, aber vor allem auch bei Mega Man 3 der Fall ist. So, hier muss ich ein bisschen gleich aufpassen, weil wenn mich nicht alles täuscht, kommen hier gleich wieder solche Gegner, die man... Nein! Ach, fuck, war das doof. Und da unten gibt es noch tatsächlich eine Ecke und ihr seht schon, wir haben schon die Hälfte der Stage geschafft. Alles im grünen Bereich. Im grünen Bereich. Oh fuck, das war doof. Egal. Gehen wir hin. So. Nämlich hier nur noch ein paar Jumps. Und dann sind wir nämlich, glaube ich, eigentlich schon fast beim Boss. Nur noch dieser Move hier. Oh, und man wird nicht gecapped, merke ich gerade, wenn man hier Energie aufhebt. Das finde ich ja sehr schön. Das hat mich bei Mega Man 1 manchmal fast getötet. So. Genau, hier noch runter. Ich glaube, 2 Screens haben wir noch. Hier noch runter. Den kann man ignorieren. Und jetzt geradeaus, jetzt kommt noch eine Hüpfpart. Nee, wir sind schon beim Boss. Ich sag ja, die Stages hier sind super schnell. Bin ich mal gespannt, wie gut wir hier vorankommen. So, da sind wir nämlich schon bei Airman. Ah, fuck. Da hat er gerade eben mein Slide nicht genommen. Ach, und da ist er in die falsche Richtung geslidet. Das ist ein ekliges Pattern. Das macht das Pattern nicht besser. Egal, den hole ich mir jetzt trotzdem. Sag ich doch. Bumm, weg mit ihm. So, 4 Minuten und der erste Robot Master ist besiegt. Buddeling. Und ich glaube, jetzt bekommen wir auch schon Rush Coil. Keine Ahnung, was das gerade eben für ein Glitch war, den man da gerade gesehen hat. Irgendwie konnte man hier, wie heißt der, Rush gerade viel eher sehen. Ja, Rush Jet bekommen wir.
mega gut, hilft uns an manchen Stellen unglaublich weiter. So, Press A-Button. So, mit Airman gehen wir auf Woodman. War damals meine Lieblingsstage, tatsächlich. Mit den komischen Häschen, die mit Karotten durch die Gegend werfen. Ich habe nie verstanden, warum Roboterhasen mit Karotten werfen. Ich verstehe es heute auch noch nicht. Ach, egal. Oh, hier kommen auch, hier haben sie etwas übernommen von den anderen Mega Man-Teilen. Und zwar kommen hier Minibosse. Hier kommt nämlich diese kleine, komische, schräge Katze. Die, fuck. Die wird später noch ein bisschen krasser, wenn sie anfängt, wie heißt es? Oh, mir fällt auch gerade ein, das war total bescheuert, dass ich hier Woodman genommen habe, weil wir hätten eigentlich Metalman zuerst nehmen müssen. Egal, dann probieren wir es halt immer mit Woodman. Auch in Ordnung. Ich laufe natürlich auch rein. Ich gehe nie. Und hier wird man gelockt, merke ich gerade. Kann nicht rutschen und springen. Das ist auch eine Eigenart. Das gibt es bei Mega Man so normalerweise nicht. Die Viecher kann man... Okay, die wollen mich irgendwie gerade nicht. So, machen wir das hier mal ein bisschen anders. Bei, genau, die werfen... Warte mal, nee, das ist nicht der, das ist wer an... das ist bei, bei Topman, wo die Katze... Wo diese komische Katze kommt, die ganze Zeit mit Fake-Knollen durch die Gegend spuckt. Sehr witzig. Ah, ja, genau. Die gab's, hier gab's lustigerweise auch... den Rush Submarine. Das war auch so ein ganz wirres Ding. Rush Submarine. Ich habe bis zum Schluss nämlich nicht, also sehr, sehr lange nicht gerafft, dass es einen Rush Submarine gibt. Und das war der Grund, warum man im letzten Level auch nicht weiter, oder ich im letzten Level nicht weiterkam. Weil, den braucht man an einer, also den braucht man wirklich an einer ganz bestimmten Stelle. Und, wenn man den, wenn man den halt eben nicht, nicht hat und nicht benutzt, nein, also man hat den auf jeden Fall am Ende des Spiels, aber wenn man den halt eben, das ist egal, wir sind eh gleich am Ende. Den halt eben nicht benutzt. Dann kommt man einfach nicht weiter. Das ist ein Dead End. An der Stelle. So, das ist jetzt ein bisschen traurig, weil wir natürlich jetzt bei Woodman sind. Wir können mal gucken, was, ob wir ihm ein bisschen Energie mit dem, Dings hier abziehen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ach Mensch. Ja, hätte ich mal mehr Lebenspunkte gehabt, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch mit dem Megabuster einfach weggeklatscht. So, weil Airman bringt bei dem natürlich überhaupt nichts. Was mega ätzend ist, die Sprite-Größe ist hier gefühlt ein bisschen größer als bei den anderen, als bei den NES-Teilen. Deswegen, es halt eben super schwierig ist, vernünftig auszuweichen. Ja gut, okay, den pulvern wir einfach so weg. Bin ich okay. 9 Minuten, 2 Robot Master besiegt. 4 haben wir noch vor uns. 6 haben wir noch vor uns. Das heißt, 7 Level haben wir noch vor uns. Mit einer Wily Stage. Bei den Gameboy-Teilen gab es weniger Wily Stages als bei den NES-Teilen. Dafür haben und es gab auch diese Refights, nicht? So, ja, eigentlich ist es unnötig jetzt hier bei Metal Man weiterzumachen. Komm, machen wir einfach mal. Es gibt hier auch Energietanks in Mega Man 2. Öp. Ah, ich hasse die Dinger. Hier hat man zumindest so ein paar Sprünge,
wo man noch ein bisschen nachjustieren kann. Oh, hier muss man aufpassen. Genau, weil die Dinger halten gar nicht so wenig aus. So, abwarten. Geschafft. Oh, und hier haben wir wieder so eine Mole-Action. Auch super nervig. Kennen wir ja schon aus Mega Man 1. Nur hier nochmal ein bisschen ekliger. Weil wir hier jetzt nämlich auf Laufbändern durch die Gegend touren. Und jawoll. Au, ey, das war unfair. Auch wieder so eine Stelle, bei der man versuchen kann, ein bisschen Energie zu farmen. Es waren schon so langsam diese, Level oder Spiele, die dann doch ein bisschen den Gameboy vernünftig ausgereizt haben. Merkt man noch nicht. Also tatsächlich, was super beeindruckend ist, ist, finde ich optisch Mega Man 3. Ab Mega Man 3 werden die Spiele so bombastisch gut. Also optisch, hier sind es halt eben, hier ist es sehr stark auf den NES-Ableger getrimmt. Und dementsprechend der Background ist, oder die Backgrounds sind halt eben nicht so atemberaubend. Wie man sieht, hier ist halt eben einfach ein Background komplett leer gelassen. So nicht, mein Freund. Oh, das ist super. Wir haben ja Rush Jet und Rush Jet ist hier noch unglaublich dankbar. Man kann nämlich hier noch komplett mit ihm durch die Gegend fliegen. Das haben sie auch irgendwann geändert, dass man mit Rush Jet nur noch in eine Richtung und dann nach oben fliegen kann. Das war nicht so geil. Nun, wir sind hier auch gleich wieder mit der Stage durch. Habe ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. So, das war auch schon die Stage. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, Airman ist hier ganz gut gegen ihn. Andererseits könnte man ihn natürlich, glaube ich, auch mit dem Mega... Passt auf, wir versuchen es einfach nochmal mit dem Megabuster. Irgendwas war mit dem. Der hatte irgendein ganz bestimmtes Pattern. Ich glaube, der war gar nicht so RNG wie die anderen Fights. Okay, wir können nochmal hier Airman ausprobieren. Okay, Airman bringt hier überhaupt nichts. Ich glaube, dann wäre Clashman der eigentliche Vertreter des Ganzen gewesen. Ja, nee, der ist absolut null RNG. Also gar keine random Moves. Da braucht man einfach nur ein bisschen Geduld. Jawohl. Und der dritte, easy peasy und so. Wie gesagt, bei Mega Man 2 mache ich mir eigentlich überhaupt keinen Kopf, dass wir das nicht irgendwie straight durchlaufen oder recht gut durchlaufen. Da waren andere Mega Man Teile, also Mega Man 1 und Mega Man 3 sind so die, bei denen ich sage, okay, die sind tricky. Da habe ich ein bisschen Panik vor. So, das war schon der dritte. Mal gucken, kriegen wir den vierten ja auch noch rein? Bestimmt. Der vierte ist ja Clashman. Ah, seht ihr hier, Rush Marine haben wir jetzt gerade. Und die Nummer und die 2 als Passwort. Auf zum letzten. Die Stage nebenbei fand ich immer noch am ätzendsten von allen. Also die war jetzt nicht, die ist kein riesengroßes Problem oder so, aber diese Gegner, die hier jetzt gerade überall spawnen, die kommen halt eben ständig und immer und überall.
und die halt eben auch. Und die nerven. Vor allem jetzt hier. Na, man sieht halt eben, ah ja, okay, alles schön und gut. Und hier ist jetzt so eine Stelle, die ohne Lebenspunktverlust zu schaffen, ist super ätzend. Aber wir haben ja glücklicherweise einen Rush Jet gebuggt. So, und der hilft uns hier an dieser Stelle ein bisschen. Vor allem, der ist halt eben super dankbar auch an der Stelle, weil der nicht viel Energie kostet und genau das macht, was man eigentlich haben möchte. So, jetzt können wir mal kurz gucken, was hier noch auf uns zukommt. Okay. So, hier nicht. Hier muss man tatsächlich mal runter. Hey. Das Ding nehmen wir mit. Ich glaube, wir haben auch schon wieder die Hälfte der Stage hinter uns gebracht. Aha. Der erste Energietank. Den will man natürlich haben. Es gibt nicht viele davon in diesem Spiel. Deswegen muss man echt sparsam sein. Ich glaube, man kann nicht mehr als 4 Stück in diesem Spiel davon haben. Nee, hier haben wir die, hier haben wir den Half-Spot an der Stelle. So, an der Stelle könnte man Airman nehmen, um die halt eben umzuholzen. Ignorieren wir an der Stelle einfach mal. Hier kommen sicherlich auch noch irgendwie Gegner, Vögelchen oder irgend so ein Kram. Sag ich ja Vögelchen. Oh, ich glaube, hier war es ein bisschen random. Hier kommt man in zwei... Nee, kann man auch schnell in Sackgassen, glaube ich, laufen. Öpp, schnell hoch. Aha, guck mal, noch ein Energietank. Damit sind wir schon mal super safe. Nice! Die Spiel liebt mich. Muss nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier die ganze Zeit von einem Vögelchen verprügelt werde. Nee, alles gut. Hätte Mega Man 1 nicht so mit mir spielen können? Ey. Sag ja, wir sind hier schon fast durch. Voll gut. So, aktuell sieht's aus. 17 Minuten und wir sind beim vierten Robot Master. Könnt man überlegen. Clashman ist, glaube ich, ein RNG-Boss. Der macht ein paar Sachen random. Vor allem springt und explodiert er. So, wir könnten aber mal gucken. Metal Man ist, glaube ich, nicht. Nee. Woodman? Schade. Wir haben noch ein bisschen Anlauf. Mich hat so ein bisschen interessiert. Mich interessiert das so ein bisschen, was seine Schwäche ist. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Okay, das ist es nicht. Airman haben wir noch offen. Airman ist es. Ah, shit. Shit. Ich hatte gerade noch so überlegt, na, nehme ich nochmal einen Energietank? Hätte ich mal nehmen sollen. Weil wir brauchen nicht alle. Also so schlimm sind die Gegner hier meistens gar nicht. Aber ich glaube, hier werde ich mal einen reinwerfen. Ah, das ist auch gut zu wissen. Er springt, sobald wir ihn angreifen. Ach, falsch spielt. Schon wieder falsch. Ah. Das musste jetzt sein. Ich bin nämlich gerade eben ein paar Mal falsch gerollt. Schon wieder. Er springt nämlich immer, wenn wir schießen. Und so auf die Art und Weise kann man ihn dann doch besiegen. Schön, da sind wir schon soweit. Meine Güte. 20 Minuten. 4 Robot Master. Wie gesagt, Mega Man 2, da rennt man halt eben einfach durch. Der Teil, das was die im ersten Teil so krass schwer gemacht haben, ist im zweiten Teil einfach mal so mega easy peasy.
Rush Coil, super, jetzt können wir uns auch hochschießen. Und Boily. Das ist nebenbei hier, ups, hoppla, eine gescriptete Sequenz, da kann ich nichts machen. So, und da sind wir hier angekommen. Und anders als bei Mega Man 1 müssen wir hier nicht erstmal viel Robot Master in einem Durchgang machen. Nee, sondern wir bekommen nach jedem einzelnen Ding bekommen wir nochmal ein Passwort. Und jedes Fensterchen hier ist eine gesamte Stage. Wir haben jetzt hier noch Hardman, Needleman, Topman und Magnetman, wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken, bei wem ich lande. Ich hab's nämlich vergessen. Wir landen bei Hardman. Mit Energietanks. Oh, nice. Ich sag dir, das Spiel liebt mich. Mega Man 2 liebt mich wirklich. So, hier muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen schneller rumflitzen. So, zum Glück kann man hier Gegner despawnen. Das machen wir hier nochmal mit schön mit dem. Weil dahinter gibt's ein. Das ist zum Thema schön. Dahinter gibt's nämlich irgendwas. Ich hab nun wieder vergessen was. Ah, sogar ein Lebenspunkt. Wunderbärchen. Ja, dann sind wir wieder voll im Rennen, würde ich sagen. Wir haben 2 Energietanks. Von 4 möglichen. Und Hardman ist auch insgesamt keiner der ganz harten Brocken. Also, haha, Wortwitz. Er ist nicht der geilste Gegner, den wir hier haben. Ah, stopp, ich erinnere mich. Eigentlich wäre es besser gewesen, an der Stelle Magnetman zu haben. Weil da kommen nämlich an diese Affen dran. Die Affen werden mich nämlich jetzt richtig abnerven. Wie man die gerade wunderschön gesehen hat. Komm. Ah. Reingehabt. So, hier kann ich stehen, ohne dass er mich trifft. Es ist auf jeden Fall Magnet Man, einer der Robot Master. So, Halbzeit. Weil, wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass ich die Affen mit dem Magnetangriff besiegt habe. Oh krass, wir sind schon so weit. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dachte, da kommt noch ein bisschen was. So, Hardman, wenn er auf den Boden knallt, sollte man versuchen, nicht zu liegen oder auf dem Boden zu sitzen. Nein, die Füße auf dem Boden zu haben. Genau deswegen. Öppa. Ach, wisst ihr was? Der hat ja schon die Hälfte seiner Lebenspunkte weg. Oh shit. Ich hab jetzt aus Versehen Clashman angewählt, das wollte ich gar nicht. Dann haben wir nämlich auch gleich noch den 5. Robot Master weg. Und gut ist. Ist da was? Wir haben jetzt pro Robot Master 5 Minuten gebraucht. Da kriegen wir noch den 6. hier rein, oder? Was meint ihr? Einmal dab in den Chat, wenn ihr möchtet. Wichtig ist jetzt nur, dass ich für die nächsten Gegner keine Energietanks mehr verschwende. Weil ich glaube, ich brauche für den Wily sicherlich 2 Anläufe. Oder 2 Energietanks zumindest.
So, wen haben wir hier? Topman! 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 Sephiroth! So, gib alles an dieser Stelle. So, hier können wir uns schwer machen. Oder wir nehmen einfach Rush Marine. Wie gesagt, das war so ein Move. Ich wusste eine ganze Zeit lang echt nicht, dass es das Ding gibt. Und was ich auch gerade gesehen habe, ist, dass man hier in Wily Status echt aufpassen muss. Wegen der Energie. Was so viel bedeutet, wie ich habe jetzt einfach mal hart Clashman verbraucht. Das habe ich vergessen. Und hier ist die Katze, von der ich geredet habe. Und diese Kugeln sind nämlich richtig scheiße. Und nicht nur das. Die Katze wirft natürlich noch mit Flöhen um sich. Eine richtig, überhaupt nicht stubenreine Katze. Ach, Mist. Das hätte ich mir aufheben können oder greifen können. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir die Katze sehen. Und ich glaube, hier kommt noch mal ein Energietank. Gleich. Hier unten, glaube ich. Nee. Dann war es nur ein Lebenspunkt, glaube ich, gleich hier oben. War der Meinung, dass es hier sowas... Ja, es war nur ein Lebenspunkt. Komme ich da mit einem Sprung hin? Dann brauchen wir doch Rush Coil. Nein! Normalerweise, versuche ich Topman immer als erstes von den letzten vielen zu machen. So, die Katze ignorieren wir. Hau ab, du. Ich sag doch, hier kommt noch ein Energietank hin. Oh, und noch mehr Leben. Das Spiel liebt mich. So, dann werden wir auf jeden Fall Rush Coil, uns greifen. Ich glaube, man kann auch richtig assi sein und hier einfach, oh. Das sollten wir uns vielleicht doch mitnehmen hier. Ah, da kommt ein Punkt. Nee, das will sie nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, die ich am meisten nutzen werde, sind Rush Coil und Rush Marine oder sowas. Clashman eigentlich eher weniger. Warum eigentlich nie Clashman? Ich hab's... begreif's nicht so ganz. Geil. So, das sind hier jetzt die richtig ekligen Moves. An der Stelle. Weil diese Kreiselviecher nämlich super nerven. Aber wenigstens Energie auffüllen. Bringt etwas. Genau, das habe ich nämlich damals gehasst. Das hasse ich heute. Lebenspunkte, na klar. Lass doch gleich Energietanks fallen. So, hier können wir versuchen... Hey, nehme hier Rush Jet und fliege hier rüber. Auf der anderen Seite ist eh schon der Bossraum. Sag ich doch. So. Robot Master 6 in 30 Minuten. Ich würde mal sagen, meine 80 Minuten packe ich diesmal, wa? Ich versuch's mal mit dem Power Buster. Mega Buster. So, im Grunde macht er nämlich nichts weiter, außer diese Dinger hochpusten. Ach, jetzt hat er gestockt. Ach, blöde Steuerung. Gerade eben träumt mich die Steuerung, tatsächlich. So. Piu. Und 30 Minuten, 6. Robot Master. Ja, dann würde ich mal sagen, gleich erstmal einen kurzen Cut und auf zum letzten beiden. Topspin ist eine, ist angeblich eine, oh, das ging aber schnell rüber, eine Attacke, die eigentlich mega gut ist, aber total underrated wird von den meisten. Wurde mir mal so gesagt, habe ich mal so gehört.
Keine Ahnung. Weil das Problem ist nämlich, dass man in dieser Spin-Phase unglaublich hohen Schaden verursacht bei Berührung. Wie gesagt, wurde mir mal so gesagt. So, wie gesagt, an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut und wir sind gleich wieder.